Willkommen zurück zu The Binding of Isaac, Antibirth. Wir haben beim letzten Mal die Challenges beendet, weil wir haben noch nicht mehr. Dementsprechend müssen wir wohl noch den einen oder anderen Run machen. Und da uns bei Bethany noch der ein oder andere Weg fehlt, würde ich sagen, wir gehen jetzt mal in den Höllenweg. Das Buch hat ja, das hat diese Seelen hier gemacht. Ich muss mich erst wieder einfinden. Ich habe jetzt eine ganze Zeit lang nicht gespielt, zu meinem Leidwesen, weil ich einfach recht wenig Zeit hatte. Ich habe jetzt aber gerade schon ein bisschen gelernt und hatte jetzt keine Lust mehr zu lernen. Und habe ich mir gedacht, kannst du auch Busy Isaac aufnehmen? Und ob das eine gute Idee war, das sehen wir jetzt. So, halt dich ran, Bethany. So. Vorteil ist, dass diese Seele auch durch Steine schießen kann, also das ist ein großer Vorteil, möchte ich sagen. So, hier gibt es gleich mal ein Dry Baby. Ein getrocknetes Baby. Das ist eigentlich nicht schlecht. Es ist jetzt nicht das Beste, aber schlecht ist es auch nicht. So. Ich möchte ungern meine Seelen jetzt schon verballern. Aber was ich auf jeden Fall gerne hätte, wäre ein Damage-Up. Das wäre jetzt super. Stell euch mal vor, wir hätten hier ein bisschen mehr Damage. So, noch eine Seele. Dann schießen wir auch ein bisschen schneller, weil die Seelen ja immer ein bisschen mitschießen. Blöd ist, dass wenn Pin in unsere Seelen reinfliegt, er zwar ordentlich Schaden nimmt, dann wir die Seele loswerden. Das wollen wir nicht. Wir wollen die behalten. Also ich will sie behalten. Ich weiß nicht, ob ihr das wollt. Ich hoffe, ihr wollt es. Komm. Langsam ist es auch egal. So, wir haben dich. You got screwed. So, wir nehmen den Schlüssel. Und ich bin dafür, wir nehmen hier tatsächlich den Geheimgang. Weil ich persönlich finde den super cool und ich will den auch machen. Vor allem, weil ich nicht weiß, was dann da noch so kommt. Downpour One. Danke, Dry Baby. Das war eine nette Aktion. Ach, das waren diese Egel. Ja, genau. Diese dämlichen Egel. Und der Hackbraten. Blutiger Hackbraten. Dieses Dry Baby macht seinen Job super. Also, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich find's klasse. Verdammt. Diese Fliegen lenken auch unheimlich ab, finde ich. Jetzt sind wir halb tot. Oh Gott, ja. Danke, Dry Baby. Danke. Pheromones. Ja, wir haben noch keinen Item Room gefunden. Den hätte ich schon ganz gerne. Einfach bloß, weil ich so ungern sterbe. Es ist einfach so. Ich mache das total ungern. Ich weiß, wenn ich diese Wasserläufer besiegt habe, kommen erst die Wasserleichen raus. Das haben wir schon mal erlebt. Und ja, ich weiß, dass ich an der Wand nicht vorbeikomme, aber meine Flämmchen kommen dran vorbei. Die können hier durchballern. Und darauf poke ich gerade so ein bisschen. Ja. Oh, doch keine Wasserleichen. Ich bin enttäuscht. So, ich nehme mal das Rainbow Baby mit. Und tatsächlich opfere ich einen Schlüssel für den Shop.
so ein... Ach, verdammt. Damn. Spirit Heart war eigentlich nutzlos. Aber gut. Ich denke da nie dran, dass die Spirit Hearts ja eigentlich bei uns bloß... Ja... Material sind. Wow. Was auch immer du bist. Du siehst sehr, sehr garstig aus. Eine durchaus garstige Pin-Version. Sehr, sehr garstig. Hier mit Stacheln aus dem Boden. Wow. Da. Du Drecksack. Ja, du bist so gut wie erledigt. Wooden Spoon. Mal gute Items habt ihr auch nicht für mich, ne? Downpour. Ja, willkommen im Downpour. Aber hier sieht man zumindest Gegner, die man an der normalen Oberfläche nicht so sieht. Das finde ich gut. Ich mag das. Ich mag das, wenn man ein bisschen Abwechslung hat. Zu dem, was man so normal kennt. Ach, da ist ein Abgrund drüber und da kann ich nicht... Ja. Keine Herzen für Wolf. Nein, gibt's nicht. So, sind wahrscheinlich jetzt schon falsch gelaufen, weshalb wir nicht zum Item Room gelangen werden, sondern nur zum Boss Room. Also nur. Den Weg müssten wir dann eh gehen, aber dann kehren wir halt nochmal zurück. Oh, du kannst explodieren. Aber du rückst keine Bombe raus. Gehen wir erstmal nach links. Boss Room. Mit Wasserleichen. Also, vor dem Bossroom, nicht der Bossroom selber, falls ihr gerade nicht zuschaut. Dann gucke gefälligst her. So, dich machen wir zuerst. Ach, der bringt hier seine Gefolgschaft mit und er hat Gravitationstränen. Wow, bloß er kann sie ein bisschen besser steuern als die normalen Gravitationstränen. So. So dumm, dass wenn er unser Dry Baby trifft, das böse wird. Oh ja, Pentagramm ist schon mal super. Was hast du für uns? Nee. Ganz ehrlich, bei den Items, die ich nicht kenne, bin ich eh immer vorsichtig. Und das andere, das wäre eigentlich super, weil es auch unseren Damage erhöht. Aber es verwandelt all unsere roten Herzen, die wir in dem Moment haben, in schwarze Herzen. Klingt beim ersten Überlegen eigentlich super. Beim zweiten Überlegen klingt's aber doof. Weil Bethany kann keine Seelenherzen oder schwarze Herzen haben. Das heißt, das würde uns im Endeffekt töten. Ja. Das wiederum klingt nicht mehr so super. So, und ich wusste es, hier oben ist jetzt der Item Room. Den holen wir uns natürlich auch noch. Ein HP ab. Oder Libra. Ne, wir holen uns das HP ab. Damit fühle ich mich irgendwie sicher. Auch wenn das andere unsere Werte ausgeglichen hätte, also wahrscheinlich ein kleines Damage Up gewesen wäre. Hätte ich vielleicht tun sollen, aber ich weiß nicht. Nee, wir haben ja schon Damage abbekommen. Wir sind zufrieden mit dem, was wir haben. So, mach das Ding auf. Oh, wir haben ja jetzt ein Damage abbekommen. Ein HP abbekommen. Ich nehme es einfach mit. Ah, Temporary Demon Form. Ich weiß nicht, was ich mehr mag. Nee, ich bleib bei dem. Habe ich jetzt halt ein Herz verschwendet, aber ich weiß, was es ist.
Das ist auch wichtig. Oh, XXL-Minen. So war das eben für ein hochfrequentes Fiepen. Niemand weiß es, niemand fragt nach. Gut, das sind normale Abgründe. Ich musste nochmal kurz nachgucken, nicht dass das am Ende... Wow. Der Drecksack schießt mit Bombenfliegen. So, komm. Stirb doch bitte einfach. Den da ziehen wir zuerst aus dem Verkehr, beziehungsweise, ja, wenn wir ihn charmen können, ist noch besser. So. Alle hergekommen. Ihr müsst sterben. Alle miteinander. Oh Gott. Sowas habe ich ja gerne, ne? Können wir bitte wieder It Hurts So Good haben? Dann aus dem Item Room vielleicht. Ganz ehrlich, sind mir die normalen Geschütztürme sogar lieber. So, erstmal das. So. Ah, rote Bomben sind Bomben, die man nicht sofort hat, sondern die sich erst langsam zünden. Das hat jetzt unsere Range natürlich super gesenkt, beziehungsweise die Geschwindigkeit, mit der die Tränen fliegen. Man lernt hier so viel Neues. Das kannte ich alles vorher noch gar nicht. Wir brauchen noch mehr Geld für den HP ab. Oh ja, und ihr fahrt wieder im Kreis. Was hat uns denn da eben getroffen? Überhaupt nichts gesehen. Hast du so weit gespritzt? Achso, da ist eine Der hinterlässt eine Blutspur und ich hab's nicht gesehen. Das war schön blöd von mir. Eventuell habe ich uns damit umgebracht. Dadurch, dass es zu blöd war, eine Blutspur zu sehen. Hier sitze ich fest. Aber wir leben noch. Niemand weiß wie. Niemand will es wissen. Achso, das ist sowas. Da bewegt sich nur der Teil. Ey. Oh Gott. Ein Raum voll mit euch. Ein Traum. Ein Albtraum. Okay. Fragt mich nicht wie, aber wir leben noch. Problem ist, wir sind noch lange nicht fertig. So, solange sie nicht schießen, kann ich hier einfach stehen und draufballern. Vielleicht fangen sie auch an, aufeinander zu schießen. Das wäre das Nonplusultra. Okay, Nummer 1 haben wir. Nummer 2 haben wir auch. Ich glaube, die können nicht schießen, solange die da drin. Obwohl, doch, da hat doch schon mal einer geschossen. Okay, die da schießen, ja, die kopflosen Formen. Können wir bitte irgendwie 30 Herzen wieder haben? Oder eine Full-Health-Pille? Das wäre cool. Es ist ein Anfang. Bitte, sterbt einfach alle. Danke. Wow. Was seid ihr denn für Schinken? Schinkenräder.
Ach du Kacke. Ja, gut. Leute, das war's mit diesem Part. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn wir hier wieder auf die Schnauze kriegen mit The Binding of Isaac, Antibirth. Bis dann, euer Wolf.